Ich mache heute Ribs und die knallen wir gleich auf den Smoker. Hier seht ihr die Knochen. Ja, die Rippe läuft also hier quer am Schwein lang. Bevor wir sie jetzt marinieren, werden wir hinten die Membrane oder die sogenannte Silberhaut entfernen müssen, weil die sonst wie Papyrus schmeckt nach dem Räuchern. Und zwar mit dem Hilfsmittel am besten einen Löffel nehmen, den Stiel und dann hier am Knochen leicht runtergehen. Hier seht ihr das schon, das hört man auch ganz gut. So eine kleine Tasche und dann einfach den Löffel zur Seite, Finger rein und hochziehen. Und die wollen wir nicht haben. Jetzt werden wir sie marinieren. Marinade in Deutsch oder Trockenmarinade, im Englischen nennt man das Rub. Dazu habe ich hier ein bisschen Senfmehl mitgebracht, ein bisschen Rohrzucker, eine geräucherte Paprika oder Chipotle auch genannt, ein bisschen Meersalz und schon mal eine Kräutermischung. Da habe ich ein bisschen Rosmarin, Thymian, ein bisschen Oregano mit reingegeben, ein bisschen Zwiebelgranulat, ein bisschen Knoblauchgranulat. Das Ganze geben wir jetzt in den Mörser. So sieht's aus. Ein richtig schöner Rub. Genial. So, unsere Ribs lagen jetzt 3 Stunden im Kühlschrank. Ich habe sie eine halbe Stunde jetzt vorher rausgenommen, damit sie sich akklimatisieren können. Smoker ist schön vorgeheizt. Und zack. Jetzt kommen unsere Chips in den Einsatz. Apropos Chips, wo sind meine Räucherchips? Ah, danke. Danke. Die Räucherchips haben wir jetzt so circa 20 Minuten gewässert. Klappe aufmachen. Unten haben wir eine schöne glühende Kohle. Die werden wir jetzt leicht abtropfen, die Räucherchips, auf die glühende Kohle geben. Das ist wichtig, bitte am Anfang der Garzeit auch zu räuchern, weil die Fleischfasern jetzt geöffnet sind. Der Rauch kann sich schön verteilen und wir kriegen das beste Ergebnis. Ein kleiner Tipp für eine gute Barbecue-Soße: ein bisschen Apfelsaft mit ein bisschen Apfelessig oder normalen Essig könnt ihr nehmen und Ketchup aufköcheln einmal und dann einfach als Würze euren fertigen Rub dazu nehmen. Genial. Wenn wir mal gucken, was unsere Ribs machen. Kurz zur Seite. So, jetzt moppen wir die. Das heißt, schön einstreichen. Nicht zu viel auftragen, bitte. 10 Minuten, 15 Minuten ziehen lassen. Dann komme ich wieder und dann nehmen wir sie runter. Dankeschön. Decke auf. Unsere Barbecue-Soße ist richtig schön angezogen. Sie hat ihren Glanz behalten. Wir nehmen die jetzt runter. Und jetzt seht ihr hier bei den Ribs, wenn wir die so hochziehen, dass sie kaputt reißen. Und daran erkennt er richtig gut, dass sie fertig sind. Unsere Ribs sind runter vom Smoker. So sehen sie aus. Ich werde sie gleich mal anschneiden. Am besten einmal kurz umdrehen. Dann seht ihr von hier unten schön die Knochen und könnt zwischen den Knochen so lang schneiden. Ganz butterweich. Schön den Rauch im Fleisch. Seht ihr hier, schöne Färbung. So müssen sie aussehen. Und so sollte das Fleisch auch vom Knochen gehen. Ja. Geil. Komm mal her, McLena. Zack, so geht das doch. Und schmeckt's hier? Davon kannst du aussehen, wa? So isst man übrigens auch Ribs, ja? Mit den Händen. Immer mit den Händen essen. Ich wünsche euch was. Ich habe noch was zu tun. Auf Wiedersehen.